Die Sporthalle Köflach-Bethe. Bei der letzten Handballbegegnung der HSG Bernbach gegen den HC Linz galt es doch im letzten Heimspiel der Saison für die Weststeirer noch einmal alles zu geben und die Tabellenführung in der HLA zu halten. Doch auch wenn die Pläne der Bernbacher groß waren, so war das Match anfangs alles andere als spannend und schon gar keine Glanzleistung der Heimmannschaft. Gedanklich anscheinend bereits in den Pfingstferien gelang den Bernbachern erst in der 9. Spielminute durch Ottmar Busterhofer der erste Treffer für die HSG. Langsam fanden unsere Handballer ihren Rhythmus. Dennoch schaffte die HSG erst in der 18. Minute den ersten Ausgleich. 8:8 zeigte die Anzeigentafel, die Stimmung am Spielfeld als auch im Publikum brodelte. Nicht zuletzt auch aufgrund einiger fragwürdiger Entscheidungen bzw. Nichtpfiffen des Referees. Mit einem Halbzeitstand von 15:15 war das Spiel für die Bernbacher zwar noch nicht verloren, mit einem Sieg rechnete im Publikum aufgrund des schleppenden Spielbeginns allerdings kaum jemand. Auch in der zweiten Spielhälfte zeichnete sich anfangs keine Besserung der Situation ab. Den Bernbachern gelang zwar hin und wieder ein Ausgleich und vereinzelt führte die HSG sogar, doch die Freude währte meist nur kurz, denn die Linzer präsentierten sich stark und siegeswillig. Dann allerdings kamen sie, die legendären letzten 6 Spielminuten im letzten HSG-Heimspiel der Saison. Jaka Spiljak läutete die Sensation in der 25. Spielminute ein und brachte die HSG mit 27:26 in Führung. Von da an ging es Schlag auf Schlag bzw. Tor auf Tor. Während Busterhofer und Co. die Bälle ins gegnerische Tor beförderten, brillierte Andreas Albrecher, der seinen Sohn Lukas im Tor ablöste und hielt einem Sturm nach dem anderen stand. 32:28 schließlich das Sensationsergebnis. Das letzte Heimspiel der Saison also ein voller Erfolg für die HSG. Zeit, langsam Resümee über die Saison zu ziehen bzw. einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich würde den HSG wirklich einmal wünschen, dass sie nicht immer die Zitterpartien des Aufstieges haben. Sie machen ja eine sehr gute Arbeit. Wir verfolgen das Ganze und wir hoffen doch nach diesen beiden Jahren, dass sie das nächste Mal dann vorne mit dabei sind. Der Grunddurchgang war wieder mal unglücklich, was Verletzungen angegangen ist und so weiter. Aber jetzt im Playoff haben wir uns doch wirklich auch enorm gesteigert und ich hoffe, dass es der erste Platz noch werden wird. Was ist für die nächste Saison geplant? Geplant ist sicher, dass wir versuchen, in die Oberplayoff zu kommen, zwischen bester 5. Das wird aber verdammt schwer wahrscheinlich, weil die Konkurrenz ist ziemlich groß, zumindest die Mannschaften, wo meistens Spieler Profis sind. Aber wir werden alles versuchen. Ich glaube, das Potenzial da ist. Wir müssen noch sich ein bisschen verstärken und dann gehen wir vorbereiten sich und wirklich vorbereitet in die nächste Saison gehen und dort alles Mögliche versuchen. Wir sind das unsere Publikum schuld und ich glaube auch, Publikum wird uns unterstützen, diese Bemühungen. Andreas Albrecher heute ausgeholfen, mit 43 Jahren noch Man of the Match geworden, sensationelle Partie abgeliefert, gewonnen. Was will man mehr? Eigentlich muss ich sagen, große Gratulation an die Mannschaft. Man kann im Prinzip nur so gut spielen oder so stark spielen, wie die Mannschaft oder die Vorderleute vor einem Spiel. Es ist für mich natürlich ein bisschen einfacher gewesen. Ich habe keinen Druck, bin eigentlich emotionslos im Spiel. Natürlich, ich bin ein sehr emotioneller Mensch, aber in diesen Momenten kann ich emotionslos agieren. Die Abwehr hat sehr gut gestanden im Prinzip und ich habe auch das ausgenutzt, dass der Gegner sehr müde war und ich frisch war eigentlich. Da konnte ich ein bisschen gute Paraden liefern und gut ausschauen eigentlich. Aber trotzdem großes Kompliment an die ganze Mannschaft. Ein Kompliment gebührt aber nicht nur der Kampfmannschaft der HSG, sondern vor allem auch dem Nachwuchs. So hat die männliche U10 des Vereins die Silbermedaille und die männliche U11 die Bronzemedaille in der steirischen Meisterschaft geholt. Und die weibliche U11 darf sich über den steirischen Meistertitel freuen. Und während die Jugend mit einem lachenden Auge von den Funktionären geehrt wurde, wurden 3 verdiente Spieler mit einem weinenden Auge verabschiedet. Sowohl Christian Grebin als auch Christian Todt beendeten ihre aktive Karriere und Stefan Jandl wird nach Leoben wechseln. Ein mehr als spannendes letztes Heimspiel heute, der HSG mit einem wunderbaren Ergebnis, kann man sagen. Dein Resümee über dieses Spiel, Didi. Ja, die erste Halbzeit hat sehr holprig begonnen.
0:6 ist man in Rückstand geraten, aber mit Hilfe des Publikums konnte man sich herankämpfen. Halbzeit 15:15, in der zweiten Halbzeit eine ähnliche Situation, aber mannschaftlich perfekt gemeistert und der Sieg mit 32:28 geht absolut in Ordnung. Das heutige Spiel also wahrlich ein großer Erfolg. Was würdest du jetzt aber zur gesamten Saison der HSG sagen? Ja, die Saison, der Saisonverlauf war anfangs nicht ganz so gut. Man musste reagieren, hatte auch sehr viele Verletzte, hat sich von Fritz Zenk getrennt und auch Igor Kos hat den Verein verlassen vor Weihnachten. Man musste reagieren, Peter Machne hat die Mannschaft übernommen und wie man sieht, jetzt 9 Spiele lang nicht verloren. Im Aufstiegsplayoff eine perfekte Leistung abgeliefert und ja, auch Verletzungspech gehabt im Laufe der Saison. Man hat quasi die Qualifikation fürs Meisterplayoff nicht geschafft, aber wie eingangs erwähnt, im Aufstiegsplayoff eine sehr gute Leistung abgeliefert. Aber in der nächsten Saison wird sich ja generell einiges ändern, nämlich auch jetzt, was die Tabelle betrifft. Es gibt einen neuen Modus, das heißt, die ersten 5 spielen im Meisterplayoff, die nächsten 5 spielen im Aufstiegsplayoff, wobei es einen Fixabsteiger gibt, das heißt, der 10. steigt dann ab, spielt gegen den 9. Relegation. Es wird sehr schwierig werden, aber ich glaube, wenn man eine gute Vorbereitung absolviert und mannschaftlich kompakt auftritt und vielleicht sich auch noch verstärkt mit dem einen oder anderen Spieler, dann sollte doch einiges möglich sein, würde ich mir wünschen. Ja. Didi, ich sage mal recht herzlichen Dank für deine Unterstützung als unser Handball-Experte bei Kanal 3. Unsererseits würden wir gerne deinen Vertrag verlängern. Wir hoffen, du hast nächste Saison wieder Zeit und bis dahin sozusagen einen schönen Sommer. Selbstverständlich gerne. Wünsche einen schönen Sommer. Alles Gute und hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Danke.